Hallo liebe Filmfreunde, hier soll vor euch von 80 Minuten weiter ein Unboxing-Video. Diesmal habe ich ein schönes Steelbook bekommen, und zwar Dead Snow 1 und 2. Dead Snow 1 und Dead Snow Red vs. Dead enthält beide Funsplitter Highlights in seinen besten Momenten an Peter Jacksons Braindead erinnern. Na, doch bin ich ja mal gespannt. Ist von Splendid. Ist eine Limited 2 Disc Uncut Edition und hat eben mit diesen beiden Filmen drauf. Und da ist, hier steht noch drauf, respektlose, herrlich überdrehter Funsplitter. So, als Bonus gibt es einen Kurzfilm, der heißt Armen, VFX Future, erste Folge der Kurzserie Hell Yard, Behind Dead Snow, North Mania und West Mania. Insgesamt gehen diese beiden Filme 193 Minuten, Genre, Horror und Splitter. Hat einen deutschen HD 5.1 Sound drauf, Englisch und Deutsch. Ja. Was hier cool ist, dass es ein Lenticular-Cover dabei ist. Ich hoffe, man erkennt es ganz gut. Hier dieser kleine Nazi-Zombie hier ist beweglich. Zumindest der dreht sich ein bisschen, zumindest finden die Truppen bewegen sich. Und dann machen wir einfach mal auf. So. Es sind auf jeden Fall die Uncut-Fassungen drauf, ungeschnittene Editionen drauf, was ich auch sehr gut finde, weil sonst hätte ich noch nicht gekauft. Denn nur Uncut kommt bei mir ins Haus. So. Die Banderole kann man abmachen. Ist auch kein Klebchen dabei, das finde ich sehr gut. Und jetzt hier nochmal im Ganzen nochmal hier das Lenticular-Cover und zumindest die Frontseite noch einmal. Das kann man dann auch abnehmen. Das sieht dann eben von hinten so aus wie ein Magnet. Und nochmal hier von vorne. Und hier eben dann das normale, ganz normale Cover. Eben wie auch das Lenti ist. Schade natürlich, dass Dead Snow nicht geprägt ist. Das wäre natürlich noch geil gewesen. Aber leider nicht der Fall. Und hinten drauf dann noch die Armee, die Nazi-Armee. Was auch sehr cool ausschaut, wenn man es aufklappt, dann müsste eigentlich das komplette Bild ein, zumindest müssen die beiden Bilder ein Bild ergeben. Und das tut es auch, was richtig stark aussieht. Innen drin hat es auch einen Innendruck, was auch sehr stark ist. Das sieht man so aus. Hier die zwei Disc. Disc 1 ist Dead Snow 1 und das andere ist Dead Snow Red vs. Dead. Dann mache ich die mal raus. Dann könnte ich euch mal noch die komplette Innendruck zeigen. Und das sieht so aus. Finde ich auch richtig stark. Ist in Schwarz-Weiß gehalten und macht auf jeden Fall Laune auf diesen Film. Ich denke mal, den werde ich mir heute Abend auch mal angucken. Und dann werde ich mich wieder köstlich amüsieren, wenn wir da einige Köpfe rollen. Ja! Juhu! Was ist mit dir los, Kaderchen? So. Ja, das war es eigentlich von dieser Vorstellung von Dead Snow Steelbook. Ihr könnt mich nur gerne abonnieren, wenn ihr möchtet. Und bis zum nächsten Mal, euer VFX. Tschüss. Ciao.